Hey Leute, ich grüße euch bei einem neuen Let's Play. Diesmal sind wir bei Splinter Cell Conviction. Ich habe es schon mal gespielt, ist kein Blind, aber das war schon ewig her. Und wir fangen jetzt einfach mal von vorne an. Genau, beim Straßenmarkt. Wir machen jetzt mal auf normal, weil realistisch ist ziemlich, ja, ziemlich heftig. Und ja, fangen wir gleich mal an. Trailer lass ich mal da. Und Cool, laber mal was nix. du tun musst. Das mache ich doch immer, Sam. Das mache ich immer. Was ihr begreifen müsst, ist Folgendes. Der Sam Fisher, den ihr kanntet, ist tot. Amerika hat ihn umgebracht. Ihm zu viel abverlangt. Es einfach zu weit getrieben. Ein besoffener Autofahrer hat ihn getötet. Irgendein Arschloch, das seine Tochter überfahren hat und dann abgehauen ist. Sie war das Einzige. Das Einzige, das ihn zum Menschen gemacht hat. Seine eigenen Leute haben ihn getötet, ihn auflaufen lassen. Ihm gesagt, dass er seinen besten Freund in irgendeinem ranzigen New Yorker Keller abknallen soll. Irving Lambert starb durch Sams Hand. Und als er starb, starb auch Sam. Er ging und ließ Third Echelon und das Leben, das er kannte, hinter sich. Amerika, Apfelkuchen und all den Rest. Er stieg aus und suchte nach einem Grund dafür, überhaupt weiterzuleben. Irgendwann fand er ihn. Er hörte das Gerücht, dass der Unfall seiner Tochter vielleicht gar kein Unfall war. Er hörte einen Namen. Und er wusste, wo er suchen musste. In einem Ort namens Valletta. Auf Malta. So sieht's aus. Sam Fischer auf Rache. Gucken wir mal. Ich dachte mir, ich mache jetzt. Entschuldigung, mein Handy. Ich dachte mir, ich mache jetzt dieses Let's Play, weil ja bald. Okay, was heißt bald? Das neue Splinter Cell rauskommt. Und. Naja. Das ist. Also, soweit ich jetzt weiß, der Nachfolger von dem hier. Und da ich ziemlich auf Splinter Cell stehe, ja, passt es vielleicht ganz gut. Ich habe alle gezockt bis zu dem Teil hier. Und ich habe festgestellt, es sind immer zwiegespaltene Meinungen. Die einen sagen, ist doch Nachmache von Metal Gear. Die anderen sagen, nee, und hin und her ist das super. Ich finde. Ist ein super Alleinläufer Splinter Cell, ist nix abgekupfert, ist ein super Sneak Shooter. Jo. Ihr werdet feststellen, ich schleiche recht viel, weil das Spiel profitiert von dem und ja. Ah, warum dauert das jetzt so lange? Es nervt. Malta. Okay, das klingt gut. Entschuldigen Sie bitte. Ja? Ein Anruf für Sie. Ihr bitte mit besten Empfehlungen der Anruferin. Sam? Wer ist da? Wie haben Sie mich gefunden? So schlecht bin ich nun auch nicht. Und tu bloß nicht so, als würdest du meine Stimme nicht mehr erkennen. Grim, was zum Teufel willst du? Die alte Grim. Dein Leben retten. Danach sehen wir weiter. Eine Gruppe von bewaffneten Männern ist gerade beim Markt eingetroffen. Sie suchen dich.
Solltest du nicht tun, was ich dir sage, wird das ein sehr kurzes Gespräch. Ich tue gar nichts. Du verrätst mir jetzt erstmal, wie du mich gefunden hast. Wir sind Third Ackerman. Wir sehen alles. Sieh einfach mal nach oben. Ich sehe es. Nach oben sehen. Dann kann ich es ja endlich wieder auf sichere Höhe bringen und du kannst abhauen. Hast mir immer noch nicht gesagt, wie du mich gefunden hast. Bewegung. Ich sehe mehrere Gegner, die sich deiner Position nähern. Und du sitzt da auf dem Präsentierteller. Im Map gibt es ein paar Stände, die dürften dir genügend Deckung geben. Jetzt aber schnell. Ganz wie in alten Mr. Zeiten, Fischer. Ganz wie in alten Zeiten. Hast du was dabei? Ja, aber ich werde bei all den Leuten hier ganz sicher keine Schießerei riskieren. Das ehrt dich. Aber im Augenblick ist meine größte Sorge, wie ich dich da lebend rausbekomme. Sieh zu, dass du zu den Ständen kommst, sonst kann ich dir nicht helfen. So. Fangen wir mal an. Gut, dann wollen wir dich mal näher an die Ziele im Helm ranbringen. Wechsle von Deckung zu Deckung, bis du den Gepäckstand okay erreicht hast. Dann kann ich dir vielleicht helfen. Nächste Deckung. Ich bin da. Sekunde. Ich hack mich ins Stromnetz und leg die Transformatoren mit einer Spannungsspitze lahm. Dann wird's dunkel. Sehr gut. Schick sofort Verstärkung, okay? Licht aus. Aber die haben ja ihre Taschenlampen. Es ist cool, du kriegst beim Conviction hier ein bisschen von der Story her ein bisschen mehr mit. Das ist mit seiner Tochter und hin und her. Und ist ganz cool, weil da baut man ein bisschen mehr Beziehung dazu auf. Finde ich persönlich immer gut in Spielen. Es gibt nichts, vor dem man im Dunkeln Angst haben müsste. Manchmal ist Dunkelheit toll. Zum Beispiel, wenn man schlafen will. Richtig. Ich kann auch mit Licht schlafen. Kannst du auch, meine Kleine. Dein Vögelchen hier. Licht ausschalten. Gute Nacht. Wenn es hell ist, kannst du nicht sehen, was im Dunkeln ist. Wenn es dunkel ist, siehst du deine Umgebung viel besser. Wirklich? Schön gemacht, finde ich. Wenn also ein Monster oder böse Menschen da sind, siehst du sie. Und weil es dunkel ist, sehen sie dich. Story verbunden mit dem Gameplay, wie man spielt. Okay. Ich habe noch was. Eine tolle Sache, die ich dir noch nicht gezeigt habe. Echt? Zeig sie mir. Okay, pass gut auf. Wenn du im Dunkeln bist und deine Augen sich erstmal daran gewöhnt haben, kannst du die Dinge um dich herum gut sehen. Und alles Mögliche mit ihnen anstellen. Was denn? Wirf mal einen Blick auf dein Mobile. Du kannst es doch gut sehen, oder? Wenn da jetzt Monster drunter wären, mein Schatz, dann könntest du es vielleicht einfach auf sie fallen lassen. Und weg wären sie. Sie wären nicht mehr böse, weil es ihnen auf den Kopf gefallen ist? Ganz genau, Schatz. Daddy, was war da? Daddy möchte, dass du im Bett bleibst, okay? Er macht nur die Tür zu und ist sofort wieder zurück, in Ordnung? Okay, hab dich lieb. Das wär's, Sam. Schön dunkel, ja, so wie du's magst. Und da schießen sie die Gaune. Oh, Scheiße! Headshot. Verändern sie den Zoom. Komm raus und halt dich, Drecksack! Okay, hier gibt's jetzt erstmal keinen Zoom. Oh. Wie sieht's aus, Mann? Hast du gutes gefunden? Alles Scheiße hier. Du hast die Hütte ausgesucht. Du hast gesagt, stimmt, da war ja das Markieren. Ich hab gehört, dass es hier Orden und so einen Scheiß gibt. Und dass die Alte, die hier wohnt, heiß ist. Sollen wir warten, bis sie nach Hause kommt? Und oh, ihr Pisser, ey. Na klar, Scheiße, Mann! Nahkampf überwältigen. Gut. Markieren. Markieren. Oh, ich finde das so super, ey. Oh nein. Dad, was hast du mit ihm gemacht, Dad? Sarah, Schatz, nicht hinsehen. Was Sam hast du gemacht, Daddy? Daddy, was ist? Sam, rede mit mir. Jetzt bloß nicht schlapp, uns läuft die Zeit davon. Grim? Da bist du ja. Sie haben Verstärkung geholt. Anscheinend ist der Kerl, der bei ihnen das Sagen hat, unter ihm. Wenn du es schaffst, ihn zu erreichen, helfe ich dir dabei, ihn zu identifizieren. Wie?
Brauche ich nicht. Ich habe doch schon eine Waffe. Wie wechsle ich denn? Gar nicht. Hä? Müssen wir andere Waffe hin? Ich bin verwirrt. Oh mein Gott. Nahkampf, na klar. Wer bezahlt eigentlich diese ganze Sache? Kobe. Müssen wir unbedingt für den arbeiten? Er zahlt gut. Er ist ein Penner. Gramkos sollte die Geschäfte machen. Yes. So läuft der Hase. Ich habe den Knaben identifiziert, Sam. Er heißt Dmitri Gramkos. Ist der Anführer einer Gang, die sich für die unterschiedlichsten Aufträge anheuern lässt. Für wen arbeitet der Mann gerade? Frag ihn doch einfach. Glaub, das werde ich tun. Siehst du was? Nein. Scheiße. Dieser Fischer ist schlau. Der ist vermutlich längst vom Hinterausgang raus. Was? Oh, Scheiße! Okay. Das ging jetzt nicht anders. Mehr, du Arsch. Oh Mann, du bist tot. Für den Fischer, komm, Scheiße, ich verschwinde. Ey, du Arsch, bleib da. Ach ja, jetzt kommt die Szene vom Trailer auch damals. Ich fange an, mich zu langweilen. Wer hat dich geschickt? Ich sage dir kein verdammtes Wort! Was machen wir denn als Erster? Machen wir das Pissoir. Genug. Was ist nächstes? Du willst wissen, wer mich geschickt hat? Corbin, André Corbin. Handelt mit Drogen, Waffen, mit allem, was die Leute so wollen. Das reicht mir nicht. Warum will Corbin mich umlegen? Wenn ich rede, tötet er mich. Ist auch recht cool hier. An der Klotür. Hey, ach so, das kommt dann. Okay. Au. Er saß am Steuer. Er hat deine Tochter angefahren. Hat damit angegeben. Hat gehört, dass du ihn suchst und mich bezahlt, damit ich dich umlege. Solltest ihm sein Geld zurückerstatten. Wo finde ich den Kerl? Du begreifst mich. Ich hab nichts gesehen, Mann. Ich schwöre es. Ist mir egal. Im alten Museum in der King George Street. Da wohnt er. Es stehen Wachen davor und an den Seiten. Kack ruhig weiter, kein Problem. Sag ihm nicht, dass du's von mir hast. Warum sollte ich sowas Gemeines tun? Ja. Von mir hast du es nicht. Aber ich ahnte die ganze Zeit, dass Sam dort landen würde. Alle miesen Geschäfte auf Malta liefen über dieses Anwesen. Es war Corbins zentrale Schaltstelle. Er hatte den Laden in eine Festung verwandelt. Was der Schuppen, um ehrlich zu sein, schon vorher war. Corbin hat da nur noch ein paar Typen mit automatischen Waffen und nervösen Zeigefingern reingestellt. Doch Sam wusste, dass Corbin da drin war. Und dass dieser etwas über das Schicksal seiner Tochter wissen könnte. Sam würde hineinkommen. Ganz egal wie. Also ging Sam rein.
So Leute, Intro fertig, nächster Part folgt. Danke fürs Zusehen, kommentiert ein bisschen, abonniert, wie gewohnt, und schönen Tag noch. Tschüssi.